Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Was für eine grandiose Episode in der letzten Folge. Mann, war da wieder Action drin. Ja, Dutch hat sein wahres Gesicht gezeigt. Er hat Arthur zurückgelassen zum Sterben. Der Bruch ist jetzt endgültig da zwischen den beiden. Wir müssen jetzt hier noch den guten fliegenden Adler zurückbringen zu seinem Stamm nach Waipiti. Er sieht nicht gut aus. Er ist stark verletzt. Hoffen wir mal, dass er überlebt. Und jetzt starten wir sofort rein in den Weg. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier in der heutigen Episode. Los geht's. Come on! Don't die, brother! Not yet. Oh, oh. Yeah. Oh oh. Halt durch, jetzt nicht sterben. Er kippt immer weiter zur Seite. Ich glaube, er verliert langsam das Bewusstsein. Wir müssen uns beeilen. Hoffentlich werden wir nicht auf dem Weg noch angegriffen, ey. Das könnten wir jetzt gar nicht gebrauchen. I know, brother. We're getting you there as fast as we can. Okay, er sitzt wieder aufrecht. Ist aber eine böse Wunde, die er da hat. Aber er hat Arthur gerettet, ey. Und Maika hat ja die anderen beiden Typen da noch mit angeschleppt. Ich glaube, das wird nicht gut. Wir sind gleich da. Das war schon die Brücke, die hier schon zum Reservoir führt. Wir haben es nicht mehr weit. Wir sind da. Komm, du bist der letzte Sohn des Häuptlings. Du musst dafür sorgen, dass der Stamm hier fortgeführt wird. Du bist der Stammeshalter. Ja, leider. Okay, wir gehen gleich bis zum Zelt durch. Ich kann hier noch nicht absteigen. Wir gehen gleich zum Zelt des Häuptlings. Bring him to me. My son. What are they gonna do now? They must move. And fast. I'll stay and help them. Yeah, I'll stay too. No, my friend. You have others who need you. Good people. I'm sorry, but we must pack and move. Ach, verdammt, ey. Er hat's nicht geschafft. Okay, Charles bleibt bei ihnen. Werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr wiedersehen. Er führt seine Leute hier mit in eine andere Gegend. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ach, halt durch noch. Halt noch ein bisschen durch. Verdammt, ey. Wer seid ihr denn?
Ich hoffe, die helfen nur. Und packen meine Sachen nicht an. Okay, das sieht gut aus. Trink. Das sind die Deutschen. Das ist die deutsche Familie. Denen haben wir auch schon geholfen. Besser Englisch, Kind. Sie haben uns gerettet, als wir wirklich Hilfe brauchten. Und jetzt können wir sie nicht retten. Aber... Das ist Annisburg jetzt, oder? Wir sind in Annisburg. Da ist mein Pferd. War die Familie hier? Die hatten doch gesagt, sie hatten irgendwo eine Mine, ne? Wegen Gold. Ich habe 6000 Geld... was? Geld gekriegt? Schon wieder? Nee. Puh. Der sieht nicht gut aus. Es wird immer schlimmer. Oh, jetzt geht's wieder. Die deutsche Familie hat ihn zum Glück gefunden, ey. Und ihr habt's gehört, ne? Sie haben uns gerettet, als wir Hilfe unbedingt nötig hatten. Und jetzt helfen wir ihnen. Nett. Das war eine schöne Geste von der Familie noch. Erstmal kurz die Lage checken, ob irgendwas anderes aufgetaucht ist. Denn wir müssen zurück zum Lager. Dutch wartet dort. Was anderes haben wir nicht. Dutch Vandalion hier. Dutch möchte mit dir sprechen. Ja, jetzt will er wieder reden, ne? Zuerst einen sterben lassen und jetzt wieder quatschen. Wie lange dauert es noch, bis Arthur ihn eine reinhaut? Wie lange? Was muss noch passieren? Was muss noch passieren? That's my boy. Pferd sieht nicht gut aus. Hat auch ein paar Schüsse eingesteckt, ne? Bei der ganzen Ballerei. Ja, wie sieht das Leben aus? Ja, geht eigentlich. Kriegt ein bisschen Mais. So. Okay. Auf geht's. Auf geht's zu Camp nach Dutch. Vielleicht kracht das ja jetzt schon gewaltig bei denen. Vielleicht. Ja. Gut, dass wir jetzt wieder einigermaßen auf den Beinen sind hier, ey. Gott sei Dank, dass die deutsche Familie ihn gefunden hat. Aber wenn man anderen Leuten hilft, dann kommen sie auch, um dir zu helfen in brenzlichen Situationen. Bin ziemlich sicher, dass es noch mehr Leute gegeben hätte, die Arthur geholfen hätten. Aber einige haben wir ja auch außer Landes geschafft. Oder die nette Witwe, die oben im Norden wohnt. Hamish ist ja leider auch schon von uns gegangen. Das war auch ein sehr guter Freund. Mann, aber jetzt... Weiß ich, ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir uns den Höhepunkt der Geschichte nähern. Irgendwie habe ich das im Gefühl. Weil, was soll denn da jetzt noch großartig weitermachen? Ich meine, Dutch wollte ihn zurücklassen zum Sterben. Warum sollten wir denn jetzt noch großartig mit ihm weitere Aufträge machen? Es ist doch jetzt langsam echt mal gut. Arthur hat sich lang genug zum Narren gehalten, halten lassen. Truthähne. Kann ich auch mal wieder essen. Okay. Es sind echt nicht mehr viele dauert, ne? Guck dir an. Haben die schon ein bisschen was abgebaut? Nö, ne? Nö. Doch. Doch. Get that horse out of here. All right, simmer down.
Wer hat das gesagt? Wer bist du denn? Da ist Sadie. You know, I'd be dead in that factory if it weren't for Eagle Flies. And I feel like Dutch saw and didn't do nothing. You gotta just look out for yourself now, Arthur. Yeah. I mean, I could be wrong. It all happened so fast. Nein. Du hast ganz genau richtig gesehen. Jetzt redet dir das selber nicht irgendwie ein, dass das alles zu schnell ging. Er hatte dich zurückgelassen. Er hat genau gesehen, was passiert ist, hat sich umgedreht und ist gegangen. Da sitzen die beiden Kackvögel von Maika, ne? Was die hier wollen, ey. Well, at least you ain't run off. Dutch. What you talking about? Pearson left. Old uncle. The traitors. Both gone. At dawn. They said to young Tilly they were running to save themselves. I think Mary Beth left as well. So it goes. They are goddamn cowards, Arthur. Cowards. Of all the time we spent to run off. Well, I guess they don't want to die, Dutch. Ain't nobody gonna... Okay, die anderen sind alle schon weg. This is a tough time. And you ain't doing too well. But we, our community, we will survive. They will not crush us. I hope so. But if we let Jack and the women free, well then there maybe ain't we no can freedom for no one in this country no more, Arthur. One more big score, we got enough money to leave. All this turmoil has the army and Pinkerton spinning. We take a boat and slip away. I don't know what you're saying, Dutch, but it seems like I've heard it all before. Just one more. And I'm always a goddamn train. Arthur! This is different. We know this is full of cash. Army payroll. Money and supplies to repair the bridge that you blew. This is all going to plan. We rob Uncle Sam and we leave. The poetry of it all. What do you think? It sounds wonderful. Hell, yeah. I ain't got much to lose, but you know, the women and the children and John and his family. I'm afraid I have to insist. I mean, we gotta let him go, because if the Pinkertons come through again, they will kill everyone. John? Insist? Yeah. Insist. Of course, pal. Whatever you think is best, I will. See to it, huh? Now, are we gonna rob a train? Sure. Oh nein. Dutch, we will survive. We will flourish. We have work to do, my friends. Let's go. Come on. We are gonna borrow a little money from old Uncle Sam and be out of his hair once and for all. He insists upon it. Insists. Let's ride out, gentlemen. Dutch mag es gar nicht, wenn man Let's etwas go. Einfordert von ihm. Das hat ihm gerade gar nicht gefallen, diese Wortwahl. Er besteht darauf. So ein Psychopath. Okay. Also, Uncle abgehauen. Tilly ist weg. Mr. Pearson haben alle schon das Lager verlassen. Die sind ein bisschen zu spät, okay, aber zur Vernunft gekommen. Train is due in Saint Denis in an hour. We're robbing a train in the middle of a city? No. It's going to stop there, take on mail and water, let off some boys heading home on leave, and then it heads out. They know the bridge is gone, Black Lung. There'll be a patrol past Annisburg, waiting down by the river to collect the money. We sneak on quietly, and then we got a short time to stop the train before it reaches the patrol. John, you go get that dynamite. We'll meet back up outside of Saint Denis. I'll go with him. As you wish. Come on. It's this way. I hid the wagon down here after we blew the bridge.
Okay, jetzt können wir vielleicht. This is one big goddamn group of us to be riding back into Saint Denis. Yeah, I heard the Pinkertons have pretty much taken over Van Horn. Moved a whole heap of men in there. Things are closing in fast. Shit. Jetzt können wir noch mal mit John bisschen unter vier Augen reden hier. Zug angreifen in der Nähe von Saint Denis. There it is. I'll get the dynamite. No, I can do it. You sure? I'm fine. Okay, it's in the back. Okay. Wir haben also noch ein bisschen Dynamit über hier. You sure you're all right to do this? Nein. Ganz und gar nicht. So. Eine Stange reicht. Got it. All right. Let's get this done. Mount up, Arthur. Ja, ich bin ja da. So listen. Abigail just told me. The money? It's hidden in the caves at Beaver Hollow. What? Okay. Yeah. So much for never hiding it near camp. Dutch was getting even sloppier than we thought. Are Abigail and Jack ready to leave? I think so. Okay. Whatever happens with this job today, wherever Dutch and them go next, we're getting you the hell out of here. We're going to get you the money you need. Knowing the three of you got out, well, maybe all of this will still mean something. Tilly and Susan, too. I'll do whatever it takes. You've always had my back, Arthur. Perhaps not always. Anyway, here we go. One last train, Arthur. One last train. Ist das wirklich der letzte Zug? In Saint-Denis? Jetzt, wo die Stadt gerade mal wieder einen neuen Bürgermeister hat, wollen wir da wieder Unruhe stiften. Sumpfgebiet. Na. Sein selbstgefällige Fresse, ey. Ich kann sie auch langsam nicht mehr sehen. Ah, there you are. Mhm. Got everything? Yeah. Then off we go. Off we go indeed. One last time, gentlemen. I got us a river boat. We'll head up to New York or Chicago and get a real boat from there out to the tropics. So long as it isn't Burma. Oh, it'll be paradise, son. It's all coming together, Dutch, just like we planned. Is that okay with you, John? Arthur? Or do you insist on something different? Sounds about as good now as every time I heard it before. Oh, Abigail must be real excited. All packed up like she is. I could just see her in the little grass skirt. Don't talk to me, you son of a bitch. Boys, boys, okay now, let's keep it down. We don't want to draw attention to ourselves going through here. Wie das wieder gesagt hat gerade. Town, fellas. Ah, Saint Denis. It's good to be back. Happy memories, huh, John? Will you shut up, Macca? That's enough. Quiet. All of you. Wie das eben wieder gesagt hat. Na, John? Alles klar bei dir? Oder bestehst du auch wieder auf irgendetwas? Ja? Das hat ihn echt genervt. Was Arthur da ihm gesagt hat. Mit so einer großen Gruppe durch die Stadt zu reiten, ist auch gar nicht auffällig, ey. Gar nicht auffällig hier. Sonst ist die Stadt immer so voll von Polizisten, wenn ich mal jemanden anrempel. Hier sehen wir gerade überhaupt niemanden. Aber wir sind am Bahnhof angekommen. Und dann noch diese beiden Kaspar, die Maika mitgebracht hat, Mann. Die fallen uns doch locker in den Rücken. Alright. Cleet, Sadie. You board halfway along.
John, you and Arthur are gonna board at the back. Rest of you, follow Mike and I, and join once they stop the train. Here she comes. Er hat aber Speed drauf. Ich glaube, der hält hier nicht. Should I just sneak on now? God damn it. Well, everybody mount up. We're still going through with this? Of course we are. Der hält ja einfach nicht. Mann, Dutch, ey, du, dein Plan ist so gut schon wieder, ey. Come on, Arthur. We gotta get on that train. Ah. Gott sei Dank ist mein Pferd maximal gelevelt. Ich habe hier das schnellste und mit der meisten Ausdauer, glaube ich. Okay, John ist schon mal drauf. Ich komme her. Wow, das hat wehgetan, glaube ich. Nein! Die sind vorbereitet. Hock dich doch mal hin. Ich kann mich nicht... Alter, ich drücke hier die Taste zum Deckung gehen und er macht es nicht. Wahrscheinlich, weil John da hockt. Ja. Ich muss mal eine eigene Kiste suchen. Sie sehen mein Gesicht. Mag ich nicht. We're putting you all down. Go to hell. Mach noch mal Platz. Geh doch mal durch. Boah, John. Er rennt eiskalt durch, ey. Wie wir ihn kennen. Muss nachladen. That's it for you. How you doing there, Arthur? I'm okay. Let's keep moving. Da sind doch noch welche, ey. Da kannst du noch nicht so vorstürmen. Komm schon, komm schon, komm schon. Zeig dich. You're a dead man now. Let's get to the front. Come on. Ich will meine Knarren nachladen. Meine wunderschönen Knarren. Soldaten hier drauf sind, ey. Die wussten. Die haben ja auch die Sicherheitsvorkehrungen hier nochmal mega erhöht. Naja, ich bin immer der Jüngste, ey. Und auch nicht der gesündeste hier. Nice. Who knows if this was their goddamn plan all along? Yeah. Just like the old days, huh? This don't feel... Let's go, Arthur! Muss der Zug so lang sein? Deckung, Deckung! Okay, dann nochmal getroffen. Ey, wir sind in Van Horn. Hätten wir gar nicht so weit reiten müssen, ey. Der Zug wäre auch bei uns vorbeigekommen, in Ennisburg. Wäre es nicht besser gewesen, ihn da zu schnappen? Oh oh, Feuer. Der Zug brennt. Was machen wir jetzt? We can't get through the smoke! Let's go! Mit den Pferden? Ah, guck mal, wer da kommt. Ich soll bei Dutch mitreiten. Ist er furchtbar. Ich will den nicht anfassen.
back on there. Get okay. back on. Jump. Oh. Uncouple that gas before it blows us all up. What? Haben wir eine Gatling Gun? Können wir die anmounten? Ja, mount mal auf das Ding. Holy shit. Da wird gleich noch mehr Militär kommen. Gott sei Dank. Wow, das war knapp. Nein! Dutch holt John. Was war so eine gute Idee ist. Stop the train. You secure up ahead to keep us moving. I'll deal with that patrol when they come through. Okay, John ist angeschossen. Shit! We got a lot of riders on our tail, Arthur. I see him. On the right. You sure you can handle that gun? I can't yep, take over with one. Just shut the hell up. Hey, we all got to work together on this. On the left. Wir sind gerade bei der Hütte von der armen Witwe vorbeigefahren. Andere Seite. Bin ja dabei, aber der Zug bewegt sich auch noch. Oh, die kommen von überall. Es ist einfacher, die Pferde zu treffen, als die Reiter. Will you shoot him for Christ's sakes? What the hell you think I'm doing? Listen! I don't take orders from you! Boah, jetzt streiten sich hier auch noch, Mann. Sadie, du darfst ihn gerne eine reinhauen. We need to go for the money. Ist Javier, oder? Verlasse die Gatling Gun. Oh Mann, ich finde das Ding gerade nicht schön. Ich will die nicht verlassen. Die war mein Ein und Alles. Das ist gar nicht Javier, das ist einer von Micahs Leuten. Darf ich den vom Zug schmeißen? Wir werden ihn nicht vermissen. Ja. Komm ich hier nicht hoch? Dynamit. Okay. Dynamit in die Hand nehmen. Die Angel kann weg. Nee, Quatsch, das war bei Waffen, ne? Da ist Dynamit. Hab ich schon. Wir wollen die Eisenwand hier springen. Ja, ja. Ob das reicht? Die Lunte ist nicht lang. Ich hab Angst. Oh! Weg da! Ich will keine Finger verlieren hier noch. Hallo? Das ist... We got something! Oh, doch Geld. Ich habe eben nur die Koffer gesehen und dachte, was ist denn das? Das ist sogar viel Geld. Morgan, the driver's dead. This thing ain't stopping. We got to get off. Okay then, let's go. Der Fahrer ist tot, na toll. Was machen wir? Spring vom Zug ab. Autsch. Ach, ja. Wieso ist der Zug denn immer noch diese Strecke gefahren? Well, let's move. Hat sich das noch nicht rumgesprochen, dass die Brücke gesprengt wurde? Dass der Zug immer noch hier lang gefahren ist? Where's John? Ja, wo ist John? I tried. Ja, klar. He didn't make it. Gar nichts hat er gemacht. That patrol killed him. We had to run. Come on, let's go. Before another patrol turns up. Das ist eiskalt gelogen.
Wir sollten nochmal zurückreiten und gucken. Boah, was ein Überfall, Mann. Was ein Zugüberfall mit Gatlinger, alles wieder dabei. John wurde angeschossen und Dutch sagt jetzt, er hätte alles versucht, um ihn zu holen, aber er ist gestorben, die Patrouille hat ihn gekillt. Red Dead Redemption? What? So hieß das Kapitel gerade. Oder der Abschnitt hier. Puh. Also, ja, da wir alle das erste Spiel kennen, kann man ja in der Situation einfach nichts anderes sagen, als dass Dutch eiskalt eben gelogen hat. Ich bin echt gespannt, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen, ey. Es geht hier Schlag auf Schlag in den letzten Folgen nur noch heftig zur Sache. Gucken wir mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht, ey. Ich kann es gar nicht abwarten, weiter zu zocken. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei hier bei Red Dead Redemption. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für diese heutige Episode und schaltet morgen wieder ein. Macht's gut, ciao, ciao.